Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir müssen mal wieder den Schrottplatz verteidigen. Wo bin ich? Hä, wo bin ich? Ah, da. Dafür gehen wir jetzt einmal kurz hin. Es ist nur eine Welle. Ich habe hier auch nicht mehr so viele Sachen wie vorher. Die sind irgendwie verschwunden. Und diesmal sind es auch keine Roboter anscheinend. Aber gut. Zack, weg. Zack, weg. Lass doch mal mein Geschütz in Ruhe. Ich hab da ein Geschütz hingestellt und das war's. Naja. Wir haben auf jeden Fall ein Level up. So, aber einer hängt hier noch rum. Da haben wir ihn noch. Der hängt da fest. Na, kleiner. Ja, es ist viel passiert. Wie gesagt, ich habe versucht, den Schatz zu finden. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe fast ein ganzes Level abbekommen. Oh. Ja, Zahnrad. Nee, komm, scheiß drauf. Den repariere ich jetzt nicht. Ja. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, was ich währenddessen alles gefunden habe. Und zwar die Brandaxt habe ich gefunden. Die geerdete Pumpgun habe ich gefunden. Und hier die 44er. Mit Visier. Und das Plastik, ja, cool. Haben ein paar gute Sachen bekommen. So, dann wollen wir mal ein bisschen was trinken erstmal, ne? Bisschen was essen. So, und wir werden gleich auf jeden Fall erstmal unser Zuhause ein bisschen weiter ausbauen. Wir haben ja ordentlich Sachen gesammelt. Meine Kiste ist voll. Ich habe Holz ohne Ende gesammelt. Ich bin ja die ganze Zeit im Wald rumgelaufen. Ich hatte mehr als genug Zeit, Holz zu sammeln. Ach, naja. So, Level up. Öffnen wir erstmal das Perk-Ding. Hui, zack, 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 zack. So, kann ich jetzt hin und her schalten? Wieso kann man nicht hin und her schalten? Was soll denn die Scheiße? Wie nennt man den Tag, an dem man Wäsche und Staubsaugen erledigen? Erledigt, Ruhetag. Fand ich jetzt nicht so gut. Ja, gehen wir nochmal auf Stärke oder so? Ich weiß es nicht. Wir gehen, glaube ich, mal. Oder Glück. Machen wir Gility. Oh, wir können reingucken, ne? Ah, oh, stimmt. Also, Nahkampfwaffen ist auch nicht schlecht. Ich laufe momentan nur mit Nahkampfwaffen durch die Gegend. Ich besitze davon schon einen, ja? Ich könnte den verbessern. Gucken wir es mal weiter. Pistolen, Verwendung des Visiers, mehr Reichweite beim Sammeln von Pflanzen, 40% Chance zusätzliches Fleisch. Deine nicht automatischen Waffen verursachen nun 10% mehr Schaden. Ah. Deine Schrotflinten haben eine verbesserte Präzision und Streuung. Ich tendiere auf Perception, muss ich ehrlich sagen. Davon habe ich zwei. Die Chance, dich mit einer Krankheit aus der Umgebung anzustecken, ist 30% verringert. Ja, Charisma. Du erhältst 6 Schaden und Energieresistenz, maximal 18 für jedes Teammitglied. Ja, das ist eher die Supporter-Klasse, werden wir wohl nichts reinsetzen. Von dir wieder beliebte Spieler erhalten 50 Sekunden lang eine Gesundheitsregeneration. Beim Kaufen und Verkaufen erzielst du bei Händlern jetzt bessere Preise? Ja, das vielleicht noch. In einem Team erhältst du 5% mehr EP. Wenn du allein unterwegs bist, erleidest du 10% weniger Schaden und erhältst 10% AP-Regeneration. Ja, es ist auch nicht schlecht. Der Hacker-Skill. Ups. Das wäre auch nicht schlecht. Nahkampfwaffen gegen langsame kaputt. Bla bla, okay. Agility haben wir schon geguckt, glaube ich. Na, ansatzweise. Automatische werden wir, glaube ich, niemals haben. Deine Geschwindigkeit beim Sprinten ist erhöht. Deine nicht automatischen Pistolen verursachen. Ja, gut. Du hältst beim Sprinten. Das ist. Wäre okay.
Deine Pistolen wiegen 25% weniger. Nahrungsmittel und Getränke wiegen weniger. Trage Schrott, um bis zu 10 Schaden und Energieresistenz zu erhalten. Okay. Ist auch nicht schlecht alles. Nahrungsmittel verderben also gerne, ja? Ich würde sehr gerne darauf gehen. Okay, ich habe mich entschieden. Es war wirklich nicht leicht. Ja, nee, klar. Logisch. Hat das jetzt automatisch gemacht? Ich glaube schon. Sehr schön. Perception haben wir 4. Da haben wir jetzt auch 4 drauf. Okay, wir haben alles voll. Sehr schön. Das heißt, wir machen jetzt auch mehr Schaden mit unseren Waffen. Ja, dezent, ne? Also. Ist jetzt nicht der Hammer, ne? Aber immerhin. Gut. Ja, da ist der Leuchtturm. Ich meine, die Perspektive von hier aus stimmt perfekt. Aber hier ist ja nichts. Das ist das Problem. Hier ist einfach nichts. Die Perspektive ist perfekt. Wobei Süden natürlich da hinten ist. Der Süden sollte da sein. Aber wenn ich da hinten hingehe, ist da nichts. Und das ist das Problem. Ich bin hier hoch und runter gelaufen und habe alles angeguckt, aber hier war einfach nichts. Ich check's einfach nicht. Vielleicht werde ich mal fündig, aber Zweifel stark. Hey, guck mal, da ist jemand bei mir zu Hause. Ah, übrigens, ich werde nicht mehr gesucht. Es ist, nachdem ich die Folge gestern beendet habe, ist noch eine Sache passiert und die blende ich euch jetzt mal ein, während der Ladescreen läuft. Oh Gott. Leute, ich werde angegriffen. Einfach so. Oh Gott, Leute. Die werden mich niemals kriegen. Ich habe die auf der Karte gar nicht gesehen. Ja, verschießt eure Munition, los. Oh. Zu dritt gegen einen. Noobs. Okay. Ja, ich habe dabei bemerkt, dass wenn du gesucht wirst, nur andere gesuchte Spieler auf der Karte angezeigt werden. Das heißt, wir müssen uns nicht so extrem anschleichen. Die werden uns nicht kommen sehen, es sei denn, sie sind zu zweit. Und einer von denen kann mich halt sehen. So, wir müssen erstmal ein paar Sachen reparieren. Ich will reparieren, hallo? Achso, modifizieren, reparieren, ja gut. So, erstmal überall, wo ein Herz dran ist, reparieren. Reparieren. Ich hab hier noch eine Mehrzweck-Axt. Ja, aber meine Axt ist besser. Oh, mir fehlt Kleber. Echt jetzt? Ich hab... Oh, scheiß drauf. Ja, und ich habe natürlich andere Klamotten dann, also. Der Pip-Boy kann nicht repariert werden, okay. Ach, ich brauche überall Kleber. Das ist doch nicht dein Ernst, dass ich Kleber brauche und kein Kleber habe. Habe ich denn wenigstens jetzt Schrauben? So, ich möchte nämlich. Wir haben nämlich hübsche Waffen. Jagdgewehr hat natürlich mehr Haltbarkeit. Aber panzerbrechend und so. Weil der 57 Schaden macht. Das ist so schwer. Was soll ich machen? Wir bilden den jetzt zum Präzisionsgewehr aus. Ich hab. Ach, mir fehlt eine Schraube. Ich dreh durch.
Kann ich wenigstens ein Visier zusammen. Ich klebe! Ich dreh durch! Naja. Bauen wir erstmal in unserem Häuschen. So, wir haben auf jeden Fall noch was gelagert. Und das möchte ich mal kurz aussehen. Wir müssen nämlich auch ein bisschen für Essen sorgen. Ich habe nämlich sehr viel verbraucht während meiner Suche. Bei meiner Suche, die einfach nichts gebracht hat. Ah. So. Wir brauchen Wasser. Ist das hier? Wasser. Oh, das Budget ist auch. Was ist das denn? Laborstation und Powerstation, Wasser. Zahnräder haben wir jetzt nicht viele. Kümmern wir uns erstmal um das, was wir brauchen. Und das ist zum einen Wasser. Wir brauchen unbedingt Wasser. Ne, da oben will ich es nicht hinpacken. Sieht ja scheiße aus. So. Dafür brauchen wir jetzt Strom. 8 Stück. Das ist 3 von denen. Wir kriegen aber nur 2 hin. Weil uns die Zahnräder fehlen. Ach Gott. Ich brauche aber Wasser. Ja, den kann ich auch noch nicht hier machen. Ja, ich hätte einen von denen und einen den machen sollen, ne? Aber den konnte ich gar nicht bauen, glaube ich. Ach, Schraube. Wir haben keine Schrauben mehr, wir haben... Ah. Hätte ich den Generator damals nicht gebaut? Egal, scheiß drauf, ey. Ah, such mal halt Schrauben zusammen. So, wie packe ich das jetzt zusammen? Hast du jetzt Strom mittlerweile? Muss man das nicht mehr verbinden? Ich weiß es nicht. Wir haben eh zu wenig Strom. Wir brauchen mehr Schrauben. So ein Bullshit. Wir haben jetzt aber noch Holz ohne Ende. Wollen wir irgendwas mit dem Holz machen? Das ist hier die Frage. Nein, jetzt bau doch endlich. Ah. Ich könnte hier eine Mauer errichten. Das kann ich doch gar nicht. Hui. Hier, ich könnte einen Zaun errichten. Dass hier keine Sau mehr durchkommt. Machen wir mal so. Der Baumodus ist eine Qual. Ich erkenne gar nicht, wo ich baue. Tun wir mal so, als wäre das bündig. Ne? Alter. Willst du mich jetzt verarschen, Spiel? So, dann noch eine Ecke. So. Ja, das ist natürlich jetzt Kacke. Oh nein, ey, was für eine Scheiße. Okay, kann ich hier vielleicht einen Boden hinstellen? Böden. Ja. Nee, das ist nicht gut. Gegenstand kann nicht entfernt werden. Ein Teil des Gebäudes wäre nicht mehr zugänglich. Willst du mich verarschen? Ist das jetzt dein Ernst? Ich... Lagern. Lagern, lagern, lagern. Alter! Willst du mich verarschen? So. Ich dachte, jetzt kann ich das nicht mehr lagern, ey. Was ist denn los? Ich werde hier noch wahnsinnig bei diesem Spiel, ne?
glaube, ich muss das Gebäude ein bisschen umbauen. Jetzt bau den Scheiß da jetzt endlich hin. Oder den Scheiß. Okay, dahin. So, wir bauen hier einfach komplett um. So. Dann kommst du mal dahin. Wir machen uns das jetzt hier richtig schick. Ist mir doch egal, ob das nicht zu... Das muss ich von oben nach unten alles abbauen. Dreh durch. Jetzt weiß ich wenigstens, was dieses nicht zugänglich bedeutet. Das heißt, dass die Sachen nicht runterfallen dürfen. Die Tür zuerst, dann das. Okay. So, wir können halt... wir können auch nicht bis zum geht nicht mehr bauen, ne? Wir müssten rein theoretisch das hier nochmal alles wegnehmen. Jetzt machen wir das nämlich richtig genau, Leute. Wir machen das richtig genau. Aber ich möchte jetzt eine richtige Butze haben. Nicht so ein, irgendwie eine halbe Butze, die irgendwie scheiße aussieht. Wir machen jetzt eine richtige Butze. Eine Butze, die sich sehen lässt. Und dieses Spiel gibt mir momentan eine richtig gute Möglichkeit, das durchzusetzen. So, Schutz. Beton habe ich jetzt nicht so viel, als wenn ich mir sowas leisten könnte. Weißt du, kannst hier so hier richtig den Schutz aufbauen. Naja. So, wir müssen nämlich hier mit einer Ecke anfangen. Ne? Im besten Falle so. Dann gehen wir rüber zu den Böden. Ne? Machen wir uns hier einen Dreierboden. Oder vielleicht sogar einen Vierer, müssen wir gleich gucken. Ah, jetzt bist du im Weg, oder? Ja. Es ist nicht so einfach hier zu bauen, weil hier alles mögliche im Weg ist und du das natürlich nicht abbauen kannst, weil es halt zur Spielwelt gehört. Das ist ja auch logisch. Oh, guck mal, Treppen. Oh, die Treppen sind cool. Aber ich muss sagen, die haben echt coole Sachen dazu gebaut. Schutz. Wenn ich das hier aufbaue, ist das dann immer noch im Weg? Ganz knapp. Wenn ich es noch ein bisschen weiter nach links setze. Wenn es denn geht. Oder ich fang einfach direkt hier an. Es ist doch auch kacke. Also mehr kann ich nicht in die Richtung gehen. Mehr geht wirklich nicht. Wieso habe ich es gerade so gut hingekriegt? Na, geht doch. Wieso nicht gleich so? Ich bin jetzt ein bisschen schief, ne? Okay, fangen wir damit an. Gucken, ob es gerade ist. Nö. Wir müssen halt so gucken. Das passt. Darf auch nicht zu hoch gehen. Nein, nicht drehen. Ja. Genau. Das klappt noch. Das klappt noch.
So. Aber das klappt durchgehend. Das kann ich alles wieder abbauen. Hier ist ein bisschen hoch. Ja, und da klappt das auch schon nicht mehr. Es ist doch auf dem Boden. Was erzählst denn du da? Leute. Wir finden noch einen Weg. Wir finden einen Weg. Wir müssen an dem Scheißding hier vorbei und geradezu bauen. Bisschen tiefer. Bisschen mehr in die Richtung hier. Muss wirklich mit dem da abschließen. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ah, schön. Hat mich ja nur zum Glück eine Ewigkeit gekostet. Ist zwar jetzt nicht perfekt, aber wisst ihr was? Ich geb den Scheiß drauf. Na, 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 da, 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 da. So. Ich bin nicht wirklich zufrieden, sagen wir es so, aber. Es geht schlimmer. So, machen wir hier so ein kleines Verandastück. Jetzt kommt der Zaun. So. Da eine Ecke. Da eine Ecke. Ja, wie mache ich so eine innere Ecke jetzt? So, willst du mich verarschen? Ich kann keine innere Ecke machen. Ah, brauche ich gar nicht. Ah, bin ich blöd. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ich geb den Scheiß drauf. Na, 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 na. Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr. Irgendwann ist vorbei. Braucht Unterlage? Willst du mich verarschen? Ah, hier ist eh ein Ausgang. Komm. Können wir von jeder Seite aus rein. Ich lass mich hier nicht verarschen vom Spiel. Ich will das da nicht um. Manchmal, ne? So. Baue Gebäude in der Werkstatt und Camps. Easy. So, jetzt bräuchten wir hier noch irgendwie so eine Art Treppchen, ne? Treppen. So. Dann auf die Seite noch ein Treppchen. Du kommst mal hier hoch. Ja, ich muss meine Ressourcen verschwenden, deswegen bauen wir jetzt auch so viel jetzt. Weil meine Lagerkiste ist voll. So, hier. Eigentlich können wir hier den Zaun wegnehmen, weil hier Wände hinkommen. So. Ich brauche jetzt nicht so eine monströse Hütte. Deswegen bauen wir jetzt mal so. Könnte zweistöckig machen, ne? Stimmt. Gute Idee. Haben wir sogar ein Kabel in der Bude. So, dann noch eine Variation war das, naja. So. Nun ein Dach. Hier noch ein Dach. Dann mache ich
das Prinzip jetzt nicht so viel. Mach das so, dass da eine Lücke ist. Kann man da nämlich später noch hoch. So, sieht zwar noch ein bisschen kacke aus, aber egal. So, jetzt noch eine Tür. Boom. Ah, jetzt kriege ich sie nur nicht auf. So, sehr schön. Ne, ich will, dass du woanders hinkommst. Du kannst meinetwegen... Ach, weißt du was? Da kannst du hin. Bist du nicht im Weg. So, nun... Weißt du was? Wir machen jetzt zu. Ach, die Treppe. Wir brauchen nur einen Durchgang. So, weil dann machen wir hier so eine chillige Ecke. Ne? Mit dem hier. Guck mal, das dahin. Auch nicht schlecht, wenn man so eine kleine Essecke hat. Sieht absolut nicht scheiße aus, keine Sorge. Halt, ne. Ah, was mache ich denn? Ich habe überhaupt keinen Timer gestellt. Cool. Wir bauen jetzt aber schon eine ganz schöne Weile. Okay, wir haben nichts mehr gelagert. Aber ich habe noch Blaupausen. Ah, stimmt, ich habe noch Blaupausen in der Tasche, ne? Ich habe noch Blaupausen in der Tasche. Notizen. Kann ich das wegwerfen? Ablegen. Heilsalbe, knusprige Honigbrombeere, Maulwurfsrattenhack. Haben wir auch schon. Lichtleiste, Müllcontainer, Hightech-Tische, Brahmin-Gehege, Aktenschränke. Oh, cool. Haben wir jetzt alles? Ja. So, ach, so sieht das also aus, wenn man Sachen liegen lässt. Ja, kann jemand haben, wenn er möchte. So. Dann... Ja, irgendwie müssen wir ja noch hochkommen, ne? Vielleicht machen wir das von hier aus. So. Ich würde ehrlich gesagt gerne das hier bauen, aber... Geht anscheinend nicht. Ja. Überschneidung. Ich kann den nirgendwo hinbauen. Ja, so viel zu dem Thema. So, dann kommen wir nämlich hier rauf. Oh, ja gut, dann können wir hier eigentlich auch zumachen. Weil offensichtlich kann man nicht höher. Okay. Dächer. Machen wir jetzt zu. So, dann haben wir hier unsere Schlafkoje und so weiter, unser privates Zuhause und hier oben haben wir unsere kleine Bastelstube. So, was mache ich denn da? Hallo? Okay. Herstellung. Wieso ist nichts mehr gelagert? Ich habe das doch gelagert. Das ist ja gelagert. Ich hab das doch gelagert.
Das ist der Preis. Ich habe X gedrückt. Hundertprozentig. Diese Scheiße, was ist das hier? Müll. Ja, dann halt nicht. Kommen wir später dazu. Was brauchen wir dafür? Ach, Zahnräder und Schrauben. Geil. Was haben wir hier noch zur Verfügung? Ach, so eine schöne Lampe. So eine schöne Voltec-Lampe. Hier. Bitteschön, hast du Strom? Nö. Blaupause zum Bauen wechseln, lagern, bearbeiten. Ich weiß nicht, wie man das mit dem Strom macht. Ist wahrscheinlich Stromanschluss? Ich nehme an, dass das so laufen soll. Man sagt, hey, ich mache hier einen Stromanschluss. Kabel anbringen. Okay, dann aber. Funktioniert das? Ist das so wie damals, dass man einfach das Kabel angebracht hat und das Ding weggetragen hat? Nein. Okay, dann müssen wir das hier umpositionieren. Lagern. Lagern. Auf den Controller gucken. Lagern. Lagern. Ich habe jetzt Lagern gedrückt. Ne? Ihr habt es alle gesehen. Alle gesehen. Geht doch. So, dann machen wir halt den ganzen Scheiß hier hinters Haus. So. Machen wir hier einen Stromanschluss und die Generatoren. Halt, nein. Okay. Ich hoffe, es geht noch irgendwie durch die Wand. Wäre doof, wenn nicht. Hast du jetzt Strom oder nicht? Ja, doch Strom. Ja, cool. Dann läuft das doch. Nur du läufst noch nicht, weil du nicht genug Strom hast, ne? Aber gut. Ich würde sagen, das tut sich doch hier ein bisschen was, ne? Hier, ich bin heute der Bob, der Baumeister. Was haben wir hier? Noch so ein Laufsteg. Kann man damit irgendwas machen? Boden ist das, ne? Ja. Okay, was haben wir denn noch so Schönes? Herstellung. Ist das eine Couch? Ja, zu schön gewesen. Wir könnten noch Licht positionieren. Essen. Ressourcen. Geräte. Oh, guck mal, ein Grill. Packen wir uns hier einen Grill hin. So. Dann. Tische. Packen wir uns hier so einen Tisch. Haben wir noch für Möglichkeiten? Machen wir mal so. So, und rein theoretisch habe ich nämlich etwas gefunden, das würde ich gerne jetzt hier hinpacken. Ups. Bin gespannt, ob das jetzt funktioniert. Hilfsmittel. Habe ich das noch? Zum Beispiel könnten wir ein Sesberry Steak machen, aber ich habe was Besseres gefunden. Gehabt. Guck mal hier, Pfeffer. Nee, das geht nicht. Man kann da keine Objekte drauf platzieren. Och, Leute. Na gut, die könnte jemand klauen. Aber naja. Ja gut, haben wir einen Grill. Ich habe nämlich Würstchen gefunden.
Ich habe Würstchen gefunden. Wanddekoration. Eine schicke Uhr. Ein Windspiel. Ein sehr kleines Schild. Oh, Reclamation Day. Das packen wir mal neben unser Bett. Ja, danke, dass du geleckt hast. War mir ein Ehrespiel. Sonstiges, was haben wir hier noch? Bist du denn? Die Toilette, klasse. Ein mächtiges Zelt. Oh ja, Leute, die gerne hier schlafen wollen. Und ein Dekontaminierungsdusche. Oh mein Gott, die gibt's hier auch? Ich bin begeistert. Ey, mal, was bringt mir ein Regal, wenn ich da nichts reintun kann? Gucken wir das Regal erstmal hier hin. Bodendekoration haben wir noch gar nicht. Ach, guck mal, Statuen. Oh yeah. Aha. So. Jetzt haben wir noch so schönes Behälter. Mülleimer. Aktenschrank. Das Ding ist, es ist eigentlich egal, ob ich jetzt hier was hinsetze für einen Behälter oder nicht. Im Endeffekt kann ich nur genauso viel, ja, besitzen. Machen wir das mal thematisch. Muss ja nicht mal im Bett hin. Hatte ich nicht mal ein Bett? Und es leckt gerade ein bisschen, ne? Aber gut, machen wir uns mal ein richtiges Bett hier. Ja, cool. Mehr können wir nicht machen. Den Rest müssen wir erstmal noch erkunden. Beziehungsweise Schrauben finden. Aber gut, ich bin jetzt ein bisschen zufriedener. Wir haben unsere Tische verloren. Ist jetzt semi-geil. Aber ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass wir jetzt ein schönes Haus haben, ne? Also wenn man jetzt hierher kommt, denkt man sich, ey cool, hier ist eine fette Einladung. Und dann geht man hier rein und dann liegt da so eine fette Mine auf dem Boden. Boom. Tot. Wo ist die Tür? Da. Oh, guck mal, ich find's schön. Was sagt ihr dazu? Vielleicht sollte ich irgendwann mal die Wände austauschen, aber allgemein, ne? Ich denke, ich mache mir hier ein richtig hübsches Fleckchen Erde hin. Das kann sich schon sehen lassen. Gut, Freunde, ich glaube, wir sind auf jeden Fall durch. Heute nur bauen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.